Ist euer 66 Shadow. Und heute will ich euch was zeigen. Die Schmiedekunst von Elder Scrolls Online. Wie das funktioniert. Es gilt einfach für alle Handwerken. Ist das glitzergleiche Prinzip. Und hier sind wir in Steinfällen, eben Herzpark. Und hier seht ihr die Schmiede und Schleiferei Avani. Das Wichtigste ist erstmal, dass ihr überhaupt schmieden könnt, ist, dass ihr Erz sammelt. Erz findet ihr hier auf der Karte überall außerhalb der Welt. Findet ihr Erz. Damit ihr zum Beispiel leichter Erz finden könnt, gibt es eine spezielle Fertigkeit. Geht ihr runter hier, Option drücken, runter auf die Schmiedekunst und Schuld ist Blick Erz. Also könnt ihr in der Nähe Erz finden und es wird euch leuchten und dann habt ihr Erz. Findet ihr, seht ihr alles, wo das Erz ist und ihr sammelt es auf. Wenn ihr es aufgesammelt habt, dieses Erz, geht ihr in die Schmiede, geht hier in die Schmiedstelle und geht auf Veredeln, zum Beispiel Eisenerz. Da bekommt ihr Eisenbahn heraus, je nachdem auch was anderes, aber dazu kommen wir noch. Jetzt habt ihr Eisenerz, okay, jetzt wollt ihr eure erste Rüstung, euer erstes oder erste Waffe erstellen. Da geht ihr auf Erstellen und hier oben seht ihr Rüstung und mit L1 geht ihr auf die Waffen. Im Normalfall habt ihr erstmal hier dann die Waffenauswahl, dann Stile, was ihr vielleicht habt oder nicht habt. Und dann als Anfangs habt ihr erstmal normal ohne eine Eigenschaft. Könnt ihr erstmal ein Schwert erstellen oder eine Rüstung erstellen. Kommen wir zu den Materialien. Ihr könnt, wie ihr gesehen habt, habe ich mit dem Eisenerz Eisenbahn gerade erstellt. Aber dieses Eisenerz könnt ihr auch mehrere Sachen herausfiltern. Da geht ihr wieder zu Schmiedekunst und Metallgewinnung. Da erhöht ihr wirklich eure Chance, aus den Schmiedelegierungen Eisenerzen auch härter zu holen. Für was brauche ich diese Härter? Die Härter sind drei verschiedene. Einmal den Hohnstein, vier verschiedene, sorry. Hohnstein, Wilmeröl, königliche Lösung, Schmiedelegierungen. Und damit könnt ihr einfach eure Waffen erweitern, verbessern. Das zeige ich euch mal jetzt. Zum Beispiel, ich baue mir jetzt hier ein Schwert. Suche ich mir kurz mein Level auf. Hier haben wir mal Rang 4. Ich habe einen Stil gefunden. Mit den Büchern. Ihr könnt Bücher finden während der Reise. Oder im Kronenshop könnt ihr dann Stilbücher kaufen. Damit könnt ihr euer Waffenaussehen ändern. Jetzt nehme ich mal hier die Patronen. Ich habe auch Eigenschaften, die will ich euch gleich erklären. Hier habe ich zum Beispiel jetzt ein Schwert erstellt. Hier schwere Aussprache. Da kann ich die veredeln. Nee, aufwerten. Geht mal auf Aufwerten. Hier haben wir das Schwert. Macht einen Schaden von 834. Drücke ich auf Veredeln. Kann ich ihn auf Grün veredeln, auf Blau veredeln, auf Violett und dann auf Legendär. Legendär ist das Höchste. Da seht ihr jetzt schon, die Werte ändern sich auch. Ihr könnt auch eure Waffen, je nachdem, wenn ihr auch während der Quests Waffen findet etc., verwerten. Und dadurch gewinnt ihr auch Material. Hier kriege ich auch wieder zurück das, was ich gebraucht habe. Den Stil. Hier seht ihr auch die anderen Waffen, die blau und so. Ihr könnt es wieder zurückgewinnen zum Teil. Also das Grün könnt ihr dann ein Hohenstein bekommen. Bei Blau wäre es dann Bremeröl. Wenn es ein violettes Schwert wäre, könnt ihr die königliche Lösung bekommen. Aber das ist alles nur, wenn ihr mit euren Fertigkeitspunkten beim Zerlegen auf 3 hochlevelt, dann ist eure Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass ihr das Material wieder zurückgewinnen könnt. Jetzt komme ich mal zu den Analysen, was ich bei der Herstellung gemeint hatte. Die wären hier die Eigenschaften. Die bekommt ihr nur durch Analysen. Diese Eigenschaften. Und da seht ihr einfach, während der Quest sammelt ihr oder von Toten Rüstungsstücke, Waffenstücke und die haben bestimmte Eigenschaften. Und ihr könnt zum Beispiel dann hier Eigenschaften dann analysieren aus der Rüstung. Wenn ihr das macht, verschwindet dieses Rüstungsstück oder Schwertstück. Also ihr habt es halt nicht mehr, wenn ihr es analysiert, weil bei der Analyse, während der Analysierphase ist es einfach weg, weil das komplett zerlegt wird quasi und ihr gewinnt halt diese Eigenschaft und dann könnt ihr damit eure Waffe, Ausrüstung oder
Rüstung. Es hat wirklich verschiedene Eigenschaften. Könnt ihr mal gucken. Göttlich zum Beispiel erhöhter Effekt von Mundussteinen. Also, wenn ihr zum Beispiel habt, dass ihr mehr Leben, Mundusstein habt, wo mehr Leben hat, durch diese göttliche Eigenschaft wird es dann mehr. Habt ihr mehr Effekt davon, also wird es mehr. Also, bei der Veredelung, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach nützen und ihr könnt dann wirklich was gewinnen. Jetzt gucken wir mal hier. Ah, eben, ja, immer noch nichts. Immer noch. Jetzt habe ich einen Hohnstein bekommen. Zack, kann ich es quasi, wenn ich mehr davon habe, schön veredeln. Es ist wirklich eine reine Glückssache, was man da schön bekommt. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier Schmiedelegierung bekomme. Das ist das Wertvollste, wenn ihr handelt. Es geht von 7 bis 8K, die Schmiedelegierung. Sagt, und hier trägt ihr auch wirklich auch die Eigenschaftssteine auch dazu geschenkt quasi. Habt ihr gesehen, Schmiedelegierung, das höchste kurz mal bekommen ist, 7 bis 8K Wert in der Handelsgilde. Oder wenn ihr halt in einer Gilde drin seid, aber das können wir euch alles schön in Ruhe auch noch erklären. Dann, was gibt es noch? Es gibt Set-Rüstungen. Zu den Set-Rüstungen kommen wir auch mal kurz. Es gibt verschiedene Z-Rüstungen. Das findet ihr in verschiedenen Orten und Gebieten. Zum Beispiel hier in Steinfällen haben wir hier ein Stilgebiet. Das ist hier. Da reisen wir mal kurz hin. Die Aufnahme ist gerade hier auch wirklich live. Und ja, bei den Fertigkeiten wirklich, ich kann euch die auch kurz aufzählen. Sind halt bei den Fertigkeiten, was bei der Schmiede gibt, ist Schmiedehandwerk. Effekt erlaubt euch Verwendung jeweils für höchststufige Materialien. Das ist einfach wirklich, dass ihr levelt, weil ab Stufe 1 ist dann für gewisse Level von Metallen Verwendung 2, 3, 4, 5, 6, 7, bis 9 geht es. Für Schulterblitz geht bis Level 3. Ich habe da wirklich alles wirklich gemacht. Metallgewinnung ist wirklich wichtig. Ihr könnt anfangs mal Schmiedehandwerk auf 2 machen. Und dann Metallgewinnung reinbomben, das ist sehr, sehr wichtig. Und ihr könnt alles erst leveln, habe ich euch vergessen zu zeigen. Wenn ihr hier, seht ihr, meine Schmiedekunst ist auf 45. Dadurch, wenn das hier langsam erhöht, dann könnt ihr auch dementsprechend eure Fähigkeiten hier einsetzen. Auf 45 könnt ihr alles auf Maximum machen. Jetzt reiten wir mal kurz dahin. Ein kleiner Anfängertipp für euch Anfänger oder wer schnell leveln will: In Steinfällen gibt es ja diese schönen Händler. Da könnt ihr schön die Metalle klauen, Schwerter, Rüstung, alles müsst ihr klug machen. Dann geht ihr wieder zu der Schmiedstelle und lässt es schön, wie heißt es nochmal, schön verwerten. Damit levelt ihr eure Schmiedekunst auch noch schneller. Das habe ich gestern zum Beispiel gemacht, habe ich kurz mal zwei, dreimal das gemacht, habe alles aufgesammelt, geklaut, bin schnell gegangen und habe es erlegt. Und beim Klauen müsst ihr halt wirklich aufpassen. Aber das Klauen kann ich auch euch gern zeigen, wenn wirklich dieses Video gut einschlägt. Herstellen zum Beispiel. Hier seht ihr jetzt Rüstungen, Waffen, alles wie normal, kein Eindruck. Und hier, ab jetzt seht ihr hier wirklich, seht ihr einfach diese speziellen Z-Rüstungen. Diese Set-Rüstung könnt ihr nur mit bestimmten Analysen erstellen. Da braucht ihr Mindestzahlen von Analysen und dadurch könnt ihr auch wirklich Rüstungen erstellen. Der Todeswind zum Beispiel hier braucht ihr zwei Analysen bei jedem Stück Rüstung oder Schwert. Und hier guckt, könnt ihr auch sehen, wirklich diese Fähigkeiten rechts variieren. Deswegen bringt euch ein Z mit Level Stufe 1 nichts, ein Z. Sagen wir, ab Veteranenrang bringt es schon was, weil ihr Veteranenränge wirklich länger braucht, weil auch da die Effekte auch viel, viel höher sind. Hier gehen wir mal kurz auf das Höchste, auf Veteran 14 kurz. Und da seht ihr einfach von Todeswind zum Beispiel, gewährt euch zum Beispiel 1642 mehr Rüstung, gewährt maximal Leben, maximal Leben. Und hier seht ihr, weil ihr 5 Gegenstände habt, habt ihr einen speziellen Bonus nochmal. Wenn ihr 5 Rüstungen aus diesem Todeswind hergestellt habt, habt ihr noch diese Spezialfähigkeiten. Und jedes Set hat auch seine individuellen Fähigkeiten, Bonussen. Es gibt es mit 2 Analysen, 5 Analysen, 4 Analysen, 8. Jeder hat seine dementsprechende Analyse,
Fähigkeiten. Es wäre halt so grobe für die Schmiedekunst. Natürlich habt ihr auch hier Seiten, wo auch Schmiedekunst auch von Büchern lesen. Ihr müsst wirklich, wenn ihr Bücherregal seht, wirklich die auch lesen. Da erhöht sich auch automatisch eure Schmiedekunst etc. Alles Mögliche. Und das Schmiedekunst, wie ich es jetzt euch gesagt habe, funktioniert auch bei der Schneider, bei der mittleren und leichten Rüstung, bei der Schreiner genauso. Ihr könnt, beste bei Ebenherz ist halt, ihr könnt wirklich richtig schön klauen und richtig schön gemütlich klauen und dann das verwerten. Mal gucken, ob die Zeit noch reicht, dass ich das euch schnell zeigen kann. Reisen wir wieder hier nach Davons Wach. Und wer wirklich ein paar nützliche Tipps auch haben will, es gibt auch ein schlaues Buch von GameStar, die Black Edition. Könnt ihr im Internet bestellen, dadurch habe ich auch einiges gelernt. Da sind wir wieder, da zeige ich euch mal, wie man kurz klaut. Zeit reicht uns ja komplett aus. Machen wir mal kurz mein Pferd. Das Pferd könnt ihr auch upgraden. Mit Ausdauer und so bei der, beim Stall. Seht ihr hier die großen Händler, die normalen NPC-Händler. Und die haben hier Rüstungen. Ihr bückt euch, ihr seid verborgen. Und klaut hier schön. Hab sogar zum Teil auch grüne gleich bekommen. Ist cool, kriege ich Hohenstein. Handschuhe und dann habe ich die zum Beispiel auch mal nur ein paar kleine Dinge. Und wichtig ist, Leute, es gibt einen Trick. Steuerkreuz runter, gedrückt halten und mit dem rechten Analogstick könnt ihr rein und raus zoomen. Bei den Inis ist es wirklich, wirklich hilfreich, vor allem bei den Monstern, wo Flächenschaden haben. Jetzt gehen wir wieder hier in die Schmiedstelle. Solltet ihr erwischt werden, kein Problem, ihr könnt hier oben links bei Davons Unterschlupf könnt ihr eure geklauten Sachen reinwaschen und euer Kopfgeld wieder löschen. Müsst ihr halt von hier richtig schnell hinreiten oder laufen, dass keine Wache euch erwischt. Da könnt ihr eure gestohlenen Sachen reinwaschen und selber sogar verwenden. Aber so könnt ihr, wenn ihr in die Schmiede oder Schreiner geht, oder Schneider, könnt ihr hier gehen. Verwerten. Hier Hammer. Und da unten rechts seht ihr, wie es levelt. Ihr Schmiedekunst unten rechts einfach levelt dadurch. Wenn ihr welche Fragen habt, schreibt in den Kommentaren und ich werde es euch beantworten. Das war jetzt euer 66 Shadow. Hoffentlich hat dieses kleine Video euch Spaß gemacht und hat euch gefallen. Ja, hoffentlich wird davon mehr kommen. Und halt könnt ihr gerne schreiben, was ihr gerne wissen wollt oder über was ihr gerne erfahren wollt. Speziell zum Beispiel Verzaubern, wie Verzaubern funktioniert, Alchemie, wie das ganz genau funktioniert, kann ich euch alles gerne erklären. Jo, das war dann euer 66 Shadow. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.